Hallo Freunde, wir schauen uns heute eine Partie, nämlich mit der Wiener Partie an, mit der Mises-Variante mit G3. Und in unseren Kreisen kommt Läufer C5, Springer C6, D6, alles Mögliche sehr, sehr oft vor. Der Zug und der scheinbar normale Zug D7, D5, ja, komischerweise kommt der in den unteren Klassen echt selten vor. Aber man muss ja trotzdem ein bisschen kennen. Weiß nimmt natürlich auf D5. Und spielt Läufer G2 und greift den Springer D5 an und der tauscht sich im Regelfall jetzt auf C3. Und jetzt habe ich eine Partie gefunden, und zwar zwischen Anton Korobow und, oh Gott, den Namen kann ich nicht aussprechen, Divya, verzeih mir, wo Schwarz hier Läufer E6 gespielt hat und der gilt als ungenau und ist auf den ersten Blick gar nicht so, so richtig genau zu erkennen, warum. Und ja, die Partie wird aber hoffentlich einiges erklären und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und genau, und die Partie schauen wir uns heute an. Also, los geht's. So, und wir starten einfach mal direkt mit einer kleinen Variante und schauen uns mal zunächst einmal die Hauptvariante an, was als Hauptvariante gilt zumindest. Nämlich, dass beide Seiten sich entwickeln. Um den Punkt E5 ein bisschen kämpfen, alles gut, der ist gedeckt. Weiß wird früher oder später D2, D4 spielen, kann das noch mit Turm B1, Turm E1 vorbereiten. Ja, Schwarz kann das auch entsprechend parieren und so weiter. Aber der Hauptunterschied ist eben, dass dieser Läufer noch nicht gezogen hat. Er ist noch flexibel. Erstens deckt er noch den B7, falls mal Turm B1 kommt. Darüber hinaus muss der ja nicht nach E6, der könnte ja auch nach F5 oder nach G4, je nachdem. Der ist also noch flexibel. Und damit sind wir bei unserer Partie quasi. Nämlich, wenn ihr den sofort nach E6 spielt, ist er eben nicht mehr so richtig flexibel. Und wir werden sehen, dass in der einen oder anderen Variante ist dieser Läufer einem Angriff ausgesetzt. Und das kostet ein bisschen Zeit und ja, das führt dann dazu, dass es als ungenau eingestuft wird. Wir werden sehen, die Partie, die Korobow hier spielt, ja, die ist erstens, die ist aus dem Tata-Stil B oben 2024, also noch recht neu. Ja, er hat eine höhere Zahl als seine Gegnerin. Nichtsdestotrotz, diese indischen Spieler sind ja alle super talentiert, ja, und die sind ja meistens von der Zahl her unterbewertet. Trotzdem gelingt dem Anton Korobow hier ein Start-Zielsieg. Schon erstaunlich, wie schön und schnell und einfach das von sich ging, ja, sehr überraschend. Nun, zunächst einmal ganz normal: Springer F3 greift den Bauern an. Springer C6 deckt den, wir rochieren. Okay, und jetzt werden wir schon mal. Also, jetzt, Schwarz schlägt hier auf C3. Jetzt müssen wir nochmal einen ganz, ganz kleinen Ausflug machen. Und zwar, im Grunde ist die Stellung so ein bisschen so eine Art Drache mit vertauschten Farben. Und wenn Schwarz hier nicht auf C3 schlägt, sondern sich ganz normal weiterentwickelt, zum Beispiel mit Läufer E7, dann eben wird Weiß früher oder später diesen Zug D2, D4 in einem Zug durchbringen. Und wir kennen das ja aus dem Drachen. Da hat Schwarz ja mit D7, D6 und dann versucht er ja immer D6, D5 zu bringen. Hier könnten wir natürlich auch D2, D3 spielen, aber irgendwann will Weiß eben D3, D4 spielen. Hier im Zentrum angreifen. Und das können wir jetzt sogar in einem Zug machen und dadurch haben wir ein Tempo gewonnen und dann steht der E6 ja, einfach in der E-Linie steht sehr, sehr unsicher. Und das gibt dem Weißen einen gewissen kleinen Vorteil. Und deswegen tauscht Schwarz hier auf C3 ab. Weiß schlägt natürlich zurück. Der Plan für Weiß ist der gleiche, D2, D4 zu spielen. Schwarz spielt E5, E4. Eine, ja, gängige Hauptvariante würde ich es mal nennen. Es gibt natürlich noch eine Alternative, indem man hier auch wieder den Läufer nach D6 stellt, diesen Bauern hier deckt. Und dann werden sich die Stellungsbilder ein bisschen ähneln, denn Weiß wird irgendwann D2, D4 spielen, hier in dem Fall direkt. Und wir sehen hier schon, warum der Läufer auf E6 ein bisschen unglücklich steht, denn jetzt hier zum Beispiel könnte Weiß mit D4, D5 bereits ein Tempo gewinnen, sodass Schwarz entweder reagieren muss mit dem Schlagen auf D4 oder den Läufer nochmal wegziehen.
Insgesamt ist es ein Tempoverlust und das begünstigt natürlich den Weißen. Zum Beispiel würde hier auf E mal D schon nicht nur C mal D kommen, was wieder droht, sondern man könnte sogar noch etwas kräftiger Springer G5 spielen, auch diesen Läufer hier einfach abzutauschen, drohen und damit das Läuferpaar gewinnt. Und dann würde dieser Läufer G2 natürlich hier mächtig an Kraft gewinnen, ja, gerade in Verbindung mit Turm B1 natürlich. Und wenn Schwarz versucht, diesen Läufer zu retten, nun, dann geht die E nie auf, wir bekommen ein Tempo. Und hier muss Schwarz schon höllisch aufpassen. Er wird wahrscheinlich Springer E7 spielen. Weil, warum? Weil Läufer A3 schon konkret richtig schlecht ist, weil nach Läufer C6 und Läufer A3 haben wir hier massiv Druck drauf und wir gewinnen bereits die Partie. Deswegen wird hier nach Turm E1 der Springer nach E7 gehen. Und dann kommt Dame F3 wieder mit Angriff auf den Läufer und auf den Bauern. Wenn der gedeckt wird, kommt Läufer F4, was den Läufer auf D6 tauschen möchte, was die Verteidigung des E7 entfernt. Und dadurch, wir sehen, dieses eine Tempo fehlt dem Schwarzen jetzt, was er mit dem Läufer hier auf E6 und nach F5, dieses eine Tempo fehlt an allen Ecken und Enden und Weiß steht hier bereits wieder deutlich spürbar besser. Und da kommen wir wieder zu unserer Partie. Und deswegen versucht Schwarz hier oftmals direkt mit E5, E4 zu spielen, diesen Springer anzugreifen, denn der kann jetzt nicht nach D4, nicht nach hierhin, der kann noch nicht hierhin, ja, weil der Bauer auf D2 noch diesen Läufer einsperrt. Und dadurch versucht Schwarz den Weißen ein bisschen zurückzudrängen. Der spielt nach E1, jetzt hängt natürlich der E4, das ist der Preis, den der Schwarze zahlen muss. Also F7, F5. Und wir sehen schon, wir ahnen schon, ja, der König noch in der Mitte und Schwarz, oh, macht schon ganz schön viele Bauernzüge, sein König luftig. Diese Bauern sperren kurzfristig diesen Läufer G2 aus, richtig? Aber irgendwann wird D2, D3 kommen, zum Beispiel jetzt. Und damit ist dann sofort wieder diese Kette angegriffen, der Bauer hängt und der Entwicklungsvorsprung von Weiß ist durchaus spürbar. Schwarz versucht, Läufer E7, um die schnelle Rochade zu machen. Dame H5 Schach schiebt einmal dieses Schach ein und geht dann nach E2, um den Zug G7, G6 zu provozieren, damit diese Diagonale im Zweifelsfall ein bisschen angeschwächt ist. Das sind so die kleinen Feinheiten, die Nuancen. Ne? Und ja, was soll Schwarz groß machen? Der Bauer E4 hängt. Er kann jetzt aber auch nicht auf D3 schlagen. Dann würde der E6 einfach hängen. Wieder ein Nachteil von diesem Läuferzug. Und Schwarz spielt Läufer F6. Wir schauen uns mal eine Beispielvariante an, wie es kommen könnte. Denn diese Stellung gab es bereits schon einmal, einen Vorgänger, zwischen einem 2400er und einem 2200er Spieler. Hat Schwarz hier die Rochade gemacht, aber nach D mal E, Springer A5, sehen wir, dass Schwarz versucht, mit aktiven Figuren zu handeln, aber er hat letzten Endes einen Bauern weniger. Und dieser Doppelbauer, ja, ist nicht schön, zugegeben, und der verwirrt so ein bisschen den Eindruck auf die Partie, aber wir sehen auch eben, der König von Weiß auf G1 ist super sicher, während der Schwarze auf G8 doch eher unsicher ist. Ja, diese Diagonale ist auf, diese Diagonale ist dank des Zuges G7, G6 auf. Der König steht doch deutlich luftiger. Und zum Beispiel nach Läufer H, nach Läufer H3, ja, sehen wir schon, ja. Der Läufer kann auch hier wirken. Das ist sehr, sehr unangenehm zu spielen für Schwarz. Weiß hat schon einen gewissen Vorteil. Und deswegen hat Schwarz hier vielleicht Läufer F6 versucht, was ja auch den C3 angreift. Aber unglücklicherweise, Weiß schlägt natürlich hier auf E4. Jetzt kann Schwarz hier auch überhaupt nicht zurückschlagen. Ja, dann würde Weiß ein Tempo auf diesen E6 bekommen und der König würde mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach in der Mitte hängen bleiben. Deswegen muss Schwarz hier in den sauren Apfel beißen und die Rochade ausführen. Und jetzt sagen, okay, ich opfer konkret, de facto, einen Bauern.
Weiß hat einen Bauern gewonnen. Aber die Läufer stehen natürlich super aktiv hier. Das sieht sehr, sehr gefährlich aus. Der Turm hat, der König ist auch hier, der Turm steht aktiv. Ja, der Doppelbauer selber ist natürlich auch jetzt irgendwie noch nicht so prickelnd. Nichtsdestotrotz, wer jetzt meint, und das war auch mein erster Eindruck, ist, dass das Schwarz genug Kompensation hat, ja, der täuscht sich leider Gottes. Weiß spielt damit C4 Schach. Damit wird zumindest der C3 schon mal gedeckt. Jetzt kommt der Springer nach D3 raus, damit die Figuren von Weiß auch mal rauskommen. Ja, der Läufer wird, wohin auch immer er sich gleich entwickeln möge, er hat ja verschiedene Möglichkeiten. Dann haben wir die Türme hier verbunden, können wir aktivieren. Und Schwarz hat nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, an diesen Doppelbauern hier ranzukommen. Dieser Springer D3 steht schon sehr, sehr gut und blockt den Läufer F5 hier ab. Ja, der C6 seinerseits hängt natürlich jetzt auch. Und Schwarz entschließt sich, diese Abwicklung mit dem Läufer D3 und Springer E5, diesen D3 zu gewinnen. Was ja auf den ersten Blick nicht schlecht aussieht. Er hat das Läuferpaar abgegeben, okay, aber er hat den D3 gewonnen. Er hat hier einen seinen Bauern zurückbekommen. Ja, der Weiße hat jetzt noch eine Schwäche auf C3 und auf den ersten Blick könnte man immer noch denken, noch alles noch im grünen Bereich bei Schwarz. Ne? Aber, und hier ist eben, unterscheidet sich ja das Stellungsverständnis von uns Normalspielern zu den Supergroßmeistern. Ne? Und Weiß hat einfach eine nachhaltige Initiative bereits und die ist schwierig, gerade gegen das Läuferpaar hier, weil hier die Stellung offen ist. Keine Bauern im Zentrum, die Läufer wirken in alle Richtungen. Das ist sehr, sehr unangenehm. Turm F8, Turm AD1 holt sich in Tempo, wunderbar. Dame geht zurück und jetzt hängt er auf B7 den Bauer. Und schon sehen wir, oh, hat Weiß schon wieder einen mehr plus das Läuferpaar. Der C7 ist ja auch noch schwach, der König ist schwächer als der Weiße. Und in der Summe heißt das, unterm Strich, Weiß steht klar besser. Und das wird die ja hier sicherlich auch erkannt haben. Und versucht den Zug G5. Der ist interessant, denn man versucht diesen Läufer hier einzusperren. Ja, zum Beispiel mit Dame G6 und den hier einfach abzuholen. Und hier muss Anton Korobow schon so ein bisschen genauer reingucken. Das hat er gemacht, indem er mit der Dame auf C7 schlägt. Jetzt haben wir einen gewissen Druck hier auf diesen D8. Und der Schwarze versucht natürlich den Tausch zu vermeiden. Denn ja, wenn er die D-Linie auch noch abgibt, dass der weiße Turm dann hier auf D1 und dann vielleicht irgendwann mal auf D7 hier auftaucht, das hilft dem Schwarzen ja auch nicht weiter. Also versucht er die Figuren auf dem Brett zu halten mit Turm DC8. Dame D6. Und Springer F7. Und schon sehen wir, upsala, hier, oh, Angriff, Doppelangriff. Weiß hier etwa nicht aufgepasst. Und hier könnt ihr gerne mal kurz für euch reingucken. Weiß kann die Figur behalten und steht immer noch klar besser. Aber auf den ersten Blick könnte man ja denken, oh, die Figur ist weg. Aber Dame A6 hält einfach den Kontakt auf der sechsten Reihe aufrecht. Der Springer schlägt den Läufer und jetzt haben wir tatsächlich kurzfristig eine Figur weniger, aber erstens haben wir natürlich auch den Angriff auf den A8. Zweitens, und das noch viel spannender ist, haben wir den Zwischenzug Läufer E4. Und jetzt muss auf einmal die Dame aufpassen, denn die Dame von A6 hat den F6 im Auge. Und wenn der fällt mit Schach, dann fällt der H6 hinterher und oieieiei. Also muss die Dame in der Nähe des Läufers bleiben und den gedeckt halten. Ja, wir gucken uns mal die Variante an. Wenn er den jetzt also hier schlägt, der ist ja ungedeckt, dann kommt hier der Schach und der ist weg. Und dann sehen wir einfach, dass Weiß nicht nur zwei Bauern mehr hat. Selbst wenn einer fällt, hat er noch einen Bauern mehr, aber der König. Die Königssicherheit, ja. Ein immer wiederkehrendes thematisches Stilmittel oder ja, wie auch immer man es nennen möge.
was eben den Unterschied ausmacht in der Stellungsbewertung. So, das geht gar nicht. Deswegen kam Dame E5. Und jetzt kommt Turm F1 und wir sehen, alle weißen Figuren spielen mit und er hat, obwohl er eine Figur weniger hat, er verzichtet sogar hier auf den Turm, ja? Weil er sagt, jetzt drohe ich auf A8 zu schlagen, weil ich dann jetzt hier noch ein Tempo auf die Dame bekomme. Du kriegst meinen Läufer auf A8 gar nicht. Dann hätte ich die Figur verloren, aber einen Turm gewonnen, also eine Qualität gewonnen. Was soll Schwarz machen? Ja? Er spielt Dame C3. Also sie in dem Fall. Und hier gibt es quasi genau einen Zug jetzt für Weiß, der den Vorteil festhält. Aber es reicht ja, wenn es einen gibt und man den findet. Der nächste weiße Zug entscheidet bereits die Partie. Und wir schauen mal rein. Den findet Anton natürlich. Er spielt Turm nach C1 und greift die Dame an. Und jetzt schauen wir mal. Wir sehen ja, dass da oben auf A6 das Zusammenspiel von Dame A6 und Turm C1 jetzt auf den Turm. Der andere Turm hängt auch. Der F6 hängt ja auch, respektive der. Komplettes Overload hier in der Stellung. Ne? Wir schauen uns mal einige Varianten an, was passieren könnte. Wenn die Dame hier auf C1 schlüge, dann würde erst das Zwischenschach auf G8 kommen. Und dann noch ein Schach. Und dann wird es gleich matt im nächsten. Das geht schon mal gar nicht mehr. Wir schauen mal, was passiert auf Dame D4. Dass der Läufer gedeckt bleibt. Na, dann ist der C8 eben einfach weg. Ne? Ist auch nicht so schön. Qualle mehr und Angriff immer noch für Weiß. Und was passiert bei Dame schlägt E1 und dann Turm A, B8, dann hat man die Figuren gerettet. Jetzt hat man zwei Türme gegen die Dame. Aber Läufer gegen Läufer, wir sehen, wir haben mit Weiß eine Qualität mehr. Ja, und das immer noch bei diesem offenen König, das wird der Schwarze nicht halten können, denn jetzt hängt auch noch der F6. Ne? Das heißt, er kann den Turm auf A8 gar nicht retten. Und wenn er den hier deckt, kommt Läufer A8. Und man hat Dame gegen zwei Figuren. Das reicht natürlich vorne und hinten überhaupt gar nicht für Schwarz. Und damit sind wir quasi hier in der Partie. Und ihr seht, die Partie war relativ schnell und flüssig vorgetragen. Aber war auch eben, ja, weil es einfache logische Züge waren wirklich erstaunlich und war schön mit anzusehen, auch aus weißer Sicht, weil ich die Öffnung ja mit Weiß auch gerne spiele. Ich konnte die Züge zumindest nachvollziehen und verstehen und ja, worum es sie geht und warum Weiß einfach besser steht. Natürlich immer untermauert von solch taktischen Plänen, aber Strategie und Taktik kommen hier eben zusammen und Anton Korobow hat wunderbar gezeigt, warum dieses Läufer E6 einfach fragwürdig ist. Denn, genau, Schwarz hat hier in dieser Stellung aufgegeben. Ja, da ist einfach nichts mehr zu machen. Ne? Von daher, ich habe was gelernt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Interesse und Spaß daran. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an. Oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.